begrüße euch auch zu den Walliser Nachrichten vom Freitag. Und das hier sind unsere Themen zum Start ins Wochenende. Kritische Fragen zur WKB im Grossen Rat, Probleme mit Unterkunft für Asylbewerber und ein neuer Bahnhof zu Brieg offiziell eröffnet. Schön, dass ihr mit uns. Der Grosse Rat hat sich mit dem Bericht zum Geschäftsjahr 2008 von der WKB kritisch auseinandergesetzt. Das ausgezeichnete Ergebnis hat man zwar gelobt, aber da sind auch Bedenken gekommen, und zwar wegen der Beteiligung von der WKB an der Genfer Privatbank. Man macht sich Sorgen, es könnte wegen der Staatsgarantie auf einmal Steuerprobleme in ausländischen Staaten geben, wenn sich die WKB zu fest ins Private Banking Geschäft einlassen könnte. Aber auch das Auswahlverfahren für den neuen Verwaltungsrat und der Lohn des neuen VR-Präsidenten hat man ihn erfragt. Das Wallis hat Probleme mit Unterkunft für neue Asylbewerber. Mit einer dringlichen Interpellation hat darum die SVP Unterwallis im Grossrat Antworten verlangt. Die Staatsrätin Esther Weber-Kalbermatte hat vor dem Parlament klargestellt, das Wallis sei vom Bund uns verpflichtet, 3,9% von allen neuen Asylsuchenden zu übernehmen. Im Moment sind die kantonalen Auffangkapazitäten aber ausgeschöpft und man suche krampfhaft nach Lesungen für die 1824 Asylsuchenden. Vom Januar bis im Mai dieses Jahres sind 73% mehr Asylsuchende gekommen als in der gleichen Periode im Jahr 2008. Das Bundesgericht hat die Beschwerde von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz gegen die Botta-Kapelle auf der Mosalb abgewiesen. Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz ist der Meinung, dass die Kapelle vom Star-Architekt Mario Botta nicht ausserhalb der Bauzone gebaut wurde. Die Dauerversammlung von Eggerberg hat den Unterstützungsantrag von 50'000 Franken für das Hotel-Restaurant Bergsonne AG abgelehnt. Der Betrieb war früher in Familienbesitz. Später musste man noch schliessen und versteigern. Mit der Gründung der AG hat man dank der Hilfe von der Zürcher Gemeinde Uitikon für 2 Jahre wieder aufmachen. Mit dem Nein steht der einzige Beiz in Eggerberg wieder vor einer ungewissen Zukunft. Am Freitagmorgen an den 2 hat ein Automobilist eine verletzte Person auf der Route de la Gemme Ziders gefunden. Der Verletzte ist von einem Personenwagen angefahren gekommen, ist aber unser Lebensgefahr. Die Kantonspolizei hat nach dem Unfall einen Zeugenaufruf gestartet. Auch die Gemeinde Fischbertarbino will die Windkraft nutzen und plant dafür einen Windpark auf dem Gebiet. Laut dem WB müsste die Gemeinde aber zuerst einmal genaue Messungen machen, um herauszufinden, wie gross man den Windpark überhaupt bauen wollte. Im Frühling 2009 hat darum die Gemeinde ein Baugesuch für 3 Messanlagen eingegeben. Kostet die Anlagen zwischen 60'000 und 80'000 Franken. Der Zweckverband Region Fisch westlicher Aro weist vor der wahrscheinlichen Auflesung gute Ergebnisse aus. Die Verantwortlichen konnten am Donnerstag ein Vermögen von 450'000 Franken präsentieren. Danach hat die GV die Auflesung vom Zweckverband Region Fisch westlicher Aro beschlossen. Der Entscheid müssen die betroffenen Urversammlungen bestätigen, bevor das Modell in die neu gegründete Region Oberwallis übertreten kann. An einer Bürgerversammlung zu Zermatt hat man mit einem Umsatzplus von 7,7% auf 32,5 Millionen Franken auf ein erfreuliches Geschäftsjahr zurückschauen. Der Cashflow ist um 1,8 Millionen aufgegangen und hat damit das erste Mal die 7-Millionen-Grenze durchbrochen. 2008 hat man aus eigenen Mitteln 6 Millionen Franken in Hotels und Restaurants von der Burgergemeinde investiert. Gleichzeitig hat man die Verschuldung um 5,1 Millionen Franken reduzieren. Am Freitag und Samstag feiert man die Einweihung vom neu renovierten Bahnhof Brieg. Das Bahnhofsgebäude hat man vollständig renoviert und die Westseite mit einem zusätzlichen Anbau vergrössert. Die Arbeit hat 2 Jahre gedauert und die Kosten beläufen sich auf rund 18 Millionen Franken. Gleichzeitig mit der Eröffnung schließt sich der Bahnhof Brieg zum Konzept «Mehr Bahnhof» an. Die Kunden sollen so von einem grösseren Dienstleistungsangebot profitieren können. In Oberwalliser Gewässer ist am Freitag und Samstag der kantonale Wasserrettungskurs 2009. 19 Wasserretter aus dem Obermittel- und Unterwallis absolvieren in einem Tag 3 Gewässerposten. Dabei müssen sie einen improvisierten Ernstfall bewältigen und die Teucher blind ein Parkour unter dem Wasser erledigen. So will man Leute um Franz Imhasli, Regionalchef von der kantonalen Wasserrettung Oberwallis, die Kompetenzen von einem Retter erweitern.
Die Walliser Kantonalbank macht mit neuen Plakaten für sich Werbung. Die Ehringer Kühe ist immer noch drauf, aber daneben sind auch Leute in verschiedenen Lebenssituationen zu sehen. Die WKB will sich mit den neuen Plakaten deutlich von anderen Banken abgrenzen. Statt besser kommt das Wetter, je länger, je schlechter. Und auch für das Wochenende habe ich an dieser Stelle nur schlechte Nachrichten für euch. Wir schauen so im Walliswetter. Das Wetter mit Beratung-Immobilien.ch, Meichtri Reinhard, Zwisp. Der Freitag im Oberwallis hat schon mal leid gestartet und das hat sich dann durch den ganzen Tag gezogen. Wolken und Regen, das Motto zum Wochenendstart, hier das Beispiel von Fiesch. Am Samstag soll es ein bisschen freundlicher sein und auch das Regenrisiko ist dann geringer. Trotzdem bleibt es aber auch dann bewölkt und es ist auch ein bisschen kühler. Dabei messen wir 17 Grad im Lestertal und das Leikerbad, 18 Grad im Goms, Zermatt, Grächen und Simplo und immer noch 14 Grad im Talgrund. Am Sonntag nimmt das Niederschlagsrisiko wieder zu und bis auf 2000 Meter schneit es sogar. Zum Wochenstart ist dann wieder eine Wetterbesserung in Sicht. Am Montag ist es zwar noch bewölkt, aber trocken. Ab Mitte Woche soll dann wieder der Sommer zurückkommen. Das Wochenende sieht leider nicht so freundlich aus. Ich wünsche euch trotzdem das Beste. Und am Samstag erwartet an dieser Stelle Janik Zenhäusen mit den neuesten Meldungen unserer Region.